Heute werden Stas und Odyssey in diesen Aquarien sein. Die anderen Jungs werden Challenges machen und das Aquarium des Verliererteams wird mit Wasser gefüllt werden. Stas, wir sind Team Blau und wir werden gewinnen. Leute, ich vertraue dir. Und wir sind Rottes Team richtig. Wir werden gewinnen. Ja, wir werden die Blauen besiegen. Freunde, ich bin bereit. Freunde, es ist kinderleicht. Ich will diese Challenge gewinnen. Ich bin ein Athlet. Oh, Freunde, es ist sehr heiß hier. Seid ihr bereit, Leute? Ja! Lasst uns anfangen! Ja! In der ersten Challenge haben wir ein Seil, ein Pool und viel Eis. Ah. Die Jungs müssen das Seil von beiden Seiten ziehen und wer in den Pool fällt, der wird verlieren, Leute. Und das Aquarium des Verliererteams wird mit Wasser gefüllt. Leute, ich bin sicher, dass Raphael gewinnen wird, denn er ist viel stärker und größer. Ja, das stimmt, Lüchse. Ich bin viel stärker. Seht mal, was ich kann, Freunde. Freunde, ich habe vielleicht nicht so viel Kraft, aber ich habe etwas viel Wichtiges, mein Gehirn. Und ich sage euch, das Gehirn ist wichtiger als der Bizeps. Komm schon, ich Mann, benutze dein Gehirn, Alter. Auf drei, eins, zwei, drei. Gehirn, Gehirn. Ich verstehe das nicht, was ist denn passiert? Ich bin so noch stärker. Wie konnte das passieren? Das war ein Skam. Ich habe ein goldenes Gehirn, Freunde. Mann, Raphael, ich glaub's nicht, du hast verloren. Ich hab dir vertraut, Kumpel. Nein, das Wasser ist eiskalt. Ich kann nicht mehr sehr kalt. Entschuldige, dass ich mir Lob habe. Ich weiß, dass dir im Moment ganz sehr kalt ist. Freunde, unsere Aquarien haben vier Ebenen. Eins, zwei, drei, vier. Wenn einer der Jungs Wasser bis zur Ebene 4 hat, hört das Wasser auf zu fließen und das ist sehr beängstigend und man kann dort drin ertrinken. Wie cool, dass wir gewonnen haben, Freunde. Ich hoffe, dass ich weiterhin stolz auf die Mann sein werde und ihr wird nicht ein einziges Mal verlieren. So, Freunde, das Aquarium von Odyssee wird bis zur Ebene 1 gefüllt. Beginnen wir mit der zweiten Challenge, Bottleflip. Mann, du wirst doch gewinnen, oder? Weiß es nicht, ich werde es aber versuchen. Raphael, verlier bitte nicht, ich will nicht ertrinken. Mach dir keine Sorgen, nur die Alarme. Ich werde diese Runde auf jeden Fall gewinnen. Ich bin ein Profi. Okay, Leute, ihr habt drei Versuche jeweils. Und wer von euch die meisten schafft, dessen Team gewinnt. 3, 2, 1. Los geht's. Ich immer gerne. Oh, nein, Leute. Und jetzt bin ich dran. Oh nein. Loser. Guck mal. Energy Army! Oh, bei niemand klappt es überhaupt nicht, Leute! Konzentrier dich, Alter! Bravo, Raphael, wir machen schon einen Punkt! Mach mir so weiter! Freunde, ich kann es schaffen! Oh ja! Ja! Freunde, seht mal! Ihr seht es! Unterschieden! Ich muss gewinnen! Es sind unterschieden! Ich muss gewinnen! Los geht's! Ich hab gewonnen! Null GL Army! Weißt ich hab du, auch noch einen Versuch! Hey, warte mal! Du hast verloren! Loser! Ich hab gewonnen! Hey, er hat noch einen Versuch! Maria, sag's ihm! Ja, Stas, er hat noch einen Versuch! Ich verstehe nicht, warum Raphael sich so verhält! Egal, Mann, ich glaube, Raphael kann nicht sehen. Egal, Freunde, lass mich den Spielstand ausgleichen! Nein! Du bist ein Loser! Und Raphael gewinnt! Ich wusste es, dass Simon ein Loser ist. Er kann nicht Bottleflip Challenge spielen. Mann, Leute, das Wasser kommt. Verdammt, Alter. Wie ihr jetzt gemerkt habt, Leute, muss das Wasser hier bis zu dieser Ebene steigen. Das Wasser der beiden Teams hat die erste Ebene erreicht. Wie fühlt ihr euch? Ehrlich zu sagen, das Wasser hier ist sehr kalt, Leute. Oh, Leute, mein Wasser ist schon warm geworden. Natürlich, Odyssee, denn Wasser ist schon warm. Du hast da reingepickelt, du Sticker. Was ist denn da, Simon? Ich tue sowas nicht. Ich bin ein Mann. Die dritte Challenge, Freunde, ist sehr extrem. Die Jungs sollen sehr saure Snacks essen und sie haben nur eine Minute Zeit. Ich mag saure Snacks, deshalb werde ich dich besiegen, Raphael. Dran weiter, Kumpel. 3, 2, 1. Oh, no.
magst alles Saures, du kannst es schaffen! Komm schon, Raphael, der Riese! Das ist süß, sauer und das ist Säure. Ich schmiss oben drauf. Sehr viel drauf. Oh mein Gott. Oh, Freunde, ich bin wirklich gespannt, wer gewinnt. Irgendwie sehen die nicht gut aus. Ich will nicht mehr siegen, Dimon. Du weißt es. Ihr habt noch 5 Sekunden. Ich glaube, Freunde, wir sehen schon, wer gewinnt. Dimon hat diese 2 noch nicht einmal geöffnet. Und bei Raphael ist nur noch Müll geblieben. Also, Raphael, du hast gewonnen. Dankeschön. Ich glaube, die Freunde, die waren so sauer. Schaut mal. Gut gemacht, Raphael. Ich wusste, dass du gewinnen wirst. Mann, Leute, ich sehe, dass es Dimon überhaupt nicht schafft. Er verliert die ganze Zeit, das ist ein Loser einfach. Die Mann doch auf. Stas, mach dir keine Sorgen, Bro. Heute ist einfach nicht mein Tag. Aber weißt du, bei der nächsten Challenge werde ich etwas für mein Gehirn geben. Und ich werde definitiv gewinnen, hast du verstanden? Benutze dein Gehirn, Mann. Benutze dein verdammtes Gehirn, Alter. Lass uns die nächste Challenge anfangen. Die nächste Challenge, Freunde, wird sehr lustig sein. Wir werden kämpfen. Die Jungs sind in Sumo-Anzügen gekleidet und die werden kämpfen. Und wer gewinnt, bringt den Sieg seinem Team. Ich werde gewinnen, Leute! Nun, der Dame! Raphael, du wirst verlieren! Wer zuerst fällt, verliert! Komm schon, Raphael! Niemand, dreh dich um! Dreh dich um, verdammt! Dreh dich um! Ich werde gewinnen! Komm schon, Raphael, du bist viel stärker als Timon! Komm schon, Dimon! Werf ihn verdammt nochmal in die Pool, Alter! Loser! Freunde, es ist schlimm! Ich habe verloren! Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen! Ja, Dimon, ich wusste, dass du schaffst, Alter! Ich bin ein Sumo-Profi, Freunde! Ich werde nach Japan reisen und an Sumo-Wettbewerben teilnehmen! Oh, Leute, sieht man, jetzt muss ich mein Aquarium wieder mit Wasser mischen! Jetzt wirklich Gott! Bei der nächsten Challenge haben Dimon und Raphael Wasserpistolen! Sie müssen Becher vom Tisch fallen lassen! Wer die meisten Becher fallen lässt, gewinnt! 3, 2, 1! Komm, ein bisschen, komm, ey! Los, komm schon! Komm schon! Ja, komm schon! Ja! Noch ein bisschen, komm! Ein Becher! Los! Komm schon! Ja! Du bist ein Noob, Alter! Was ist los? Noch ein bisschen! Freunde, noch 2! Oh, vor, du hast das getan! Ich werde hier trinken! Bei der nächsten Challenge sollen die Jungs aus den Aquarien mitmachen. Ja, Leute, endlich kann ich auch endlich mitmachen. Wir sind verrückt, wir können mitmachen, nachdem wir so viele Stunden hier verbracht haben. Jeder hat 4 Pfeile und 6 Luftballons. Wer die meisten Luftballons platzen lässt, gewinnt diese Challenge. Seid ihr bereit? Ja! Dann los geht's! Ja, los geht's! Komm schon, dass du wirst gewinnen. Ich glaube nicht. Wenn du gewinnst, dann kommst du da raus. Komm schon, Odyssee! Du schaffst das, mein Junge! Auf geht's, Odyssee! Du fängst an! Schneller! Schaffen! Yeah! Jetzt bin ich dran, oder? Ja, komm, du bist dran! Oh! Ja! Let's go! Eins, Freunde! Okay, los geht's! Ja! Ich werde auf jeden Fall gewinnen, ich bin mir sicher! Ja! 2-1, Leute, das gewinnt jetzt! Unglaublich! Komm schon, dann ist sie! Ja! Jetzt ich! Ja! Let's go! Ich kann's nicht glauben! Freunde, ich hab noch ein
Ich werde versuchen, mit deinem Freund zwei Luftballons auf einmal zu treffen. Ich weiß, dass es fast unmöglich ist, aber ich bin Odyssee und ich soll es schaffen. Odyssee, du bist dran, aber du hast schon jetzt verloren. Und ich, Freunde, glaube, dass das, was Odyssee sagt, passieren kann. Also los geht's. Also gut, los geht's. 1, 2, 3. Ja! Ja! Komm schon. Ja. Hier bitte raus! Komm schon, hol mich hier raus, Alter! Nein, Freund, ich bleib hier! Ich will nie von hier weggehen! Freunde, da Odyssee diese Challenge verloren hat, bedeutet das, dass das Wasser die vierte Ebene erreichen wird und er wird verlieren! Stas, du bist der Gewinner! Ja, holt mich hier raus! Holt mich hier raus! Odyssee, es tut mir leid, dass du da bleiben musst! Komm schon, tschüss, du dumm Kopf! Oh, Freund, ich kann nicht glauben, dass ich hier drinnen trinken werde! Ach bitte, lassen Sie uns gehen. Ich hab gesagt, ihr seid im Gefängnis, ihr Dünnköpfe. Sehr geehrte Herr, entschuldigen Sie uns bitte, warum sind wir im Gefängnis? Wieso sind wir hier? Bitte. Seid still! Wer zuerst rauskommt, wird befreit. Und wie können wir wieder herauskommen, Herr Wachtmeister? Ja, wie? Wir wollen hier raus. Mit diesem Rad werdet ihr einige Gegenstände bekommen. Verstanden? Super, drehen Sie es und wir fangen an. Ja. Okay, los geht's. Ihr habt einen Hammer. Ja, Mann, das ist aber cool. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bitte. Super, gib her. Das, lass es mich auch versuchen. Hier, nimm das. Halt. Schlag was dazu. Härter. Jetzt sind wir dran! Euch, ihr seid bald dran! Ich habe nur gefragt, seien Sie nicht nervös! Mal sehen! Ha! Messer! Toll, wer fängt zuerst an? Du oder ich? Nein, Licht! Dann fangen wir an! Wir müssen auf jeden Fall gewinnen! Das ist Rafario, schlag her dazu, du schaffst es! Ich bleibe nicht im Gefängnis, ich will frei sein! Du schaffst es, komm schon! Und ihr Freunde, abonniert den Kanal und wenn ihr es nicht tut, geht ihr alle ins Gefängnis, also abonniert! Okay, Leute, eure Zeit ist um. Hammer zurück. Großartig. Schneller. Und was bekommen wir jetzt? Schauen wir mal. Ein Bohrer. Ihr bekommt einen Bohrer, Leute. Ja, los geht's. Nehmt es, Leute. Oh. Fangt ja, an. Wir fangen jetzt gleich an. Und hoppa. Stas, ich kann nicht verstehen. Was machst du jetzt? Ich mache einen Kreis mit Löcher. Und wenn wir ein anderes Werkzeug haben, werden wir drauf schlagen, um es zu brechen. Komm schon. Nicht schlecht, aber eure Zeit ist um. Nehmen Sie das Messer. Ich hoffe, Sie geben uns etwas Besseres. Das werden wir ja sehen. Etwas Gutes. Was ist es? Eine Brechstange. Wir fangen sofort an, Timon. Mach es lieber du. Ich bin müde. Was? Warum nicht? Nimm du es. Du solltest es auch machen. Nein, warum soll ich es immer machen? Weil du jung bist. Ich hoffe, du hast mehr Kraft. Mann, geh zur Seite, los, du los. Komm, ich schon. Ich mach es. Bravo, Timon. Du schaffst es. Schlag zu, mein Sohn. Schlag härter zu. Oh mein Gott, ich bin müde. Komm schon. Ich gehe sehen, was die anderen machen. Zeit. Okay, wir sind schon fertig. Können Sie haben. Leute, seid ihr hungrig? Natürlich. Was? Was haben die noch zu essen? Wenn ihr rauskommt, werdet ihr essen. Und jetzt drehen wir. Ihr bekommt eine Schau. Na toll, jetzt geht's los. Versuchst du es auch? Schlag zu! Lass es! Gib's mir! Du schaffst es nicht! Gib her! So! Bravo! Gut gemacht! Wie läuft es? Gut!
Großartig, großartig. Großartig. Ha, Ihre Zeit ist um. Los geht's. Gut, wenn es mal Feuer geben wird. Gut, wenn es eine Axt geben wird. Ja. Feuer. Sie haben Feuer bekommen. Ja, yeah, ja, yeah, super. Gib es uns, gib es uns. Jo. Nehmt das. Oh, komm schon her. Sehr gut. Los, Feuer, los. Oh, ja. Yeah. Oh, mein Gott. Sehr gut. Los, los, verbrenne. Geh weg. Bravo, Dämon. Gib's mir auch. Ich mag Feuer. Ich mag Feuer. Gib es mir. Schneller. Ja, nimm es. Aber vorsichtig. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß Bescheid. Ja. Ja, los. Mach, verbrenne es. Die Werkzeuge wechseln. Okay, komm schon, komm schon. Also, los geht's. Haben wir endlich Glück? Eine Brechstange. Ich werde Sie begeistern. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Wir werden gewinnen. Los geht's. Komm schon. Los, 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 los. Haha, gut gemacht. Wir haben das sehr gut gemacht. Gib mir auch das. Nein, du bist nur ein Kind. Wir werden zu verlieren. Wir werden verlieren, Odyssey. Wir müssen uns befreien erstmal. Zeit, Zeit, Kumpels. Geht sie doch ein bisschen mehr, Kumpel. Noch ein bisschen mehr? Nein, sofort. Okay, okay, tut mir leid. Hier, nimm es. Hier. Hier, ganz vorsichtig. Los geht's zum Kopf. Ich dachte, es ist was Gutes. Eine Angst oder sowas. Was haben wir bekommen? Eine Packe. Oh, super, super, Dämon. Wer fängt den an? Ich weiß nicht. Willst du oder soll ich? Lass uns abwechseln. Erst du, dann ich. Werden wir sehen, wer stärker ist. Na ja, okay, wie du willst. Ich fange an. Also, Freunde, wie ihr sehen könnt, ist die Wand bereits verbrannt. Deshalb ist sie viel weicher. Das bedeutet, dass sie viel leichter zerbröckeln wird. Also, los. Dämon, du machst das gut, gut gemacht. Und jetzt gib mir den Bär. Hey Leute, wie läuft's? Wir werden bald gewinnen. Los geht's, los geht's. Bravo, Jussi, bravo, bravo. Freunde, seht mal, was ein großes Loch wir gemacht haben. Das läuft ja super einfach. Was macht ihr hier? Alles gut, wir geben uns ja. Mühe. Schluss, Leute. Gebt mir das Werkzeug. Manu, ich wünschte, ich könnte etwas Feuer bekommen. Wollt ihr Feuer haben? Jetzt sehen wir mal. Hier, eine Axt. Oh, toll. Nehmt sie. Okay, viel Erfolg. Ich fange an. Ich fange an. Ich habe euch hier die Werkzeuge nicht gegeben, weil er nur ein Kind ist. Also schlage ich selber. Ich hoffe, wir werden gewinnen. Schluss, Schluss, Abwechslung. Los geht's. Ihr bekommt ein Geschenk. Ja, ein Geschenk. Was für ein Geschenk? Ja. Was ist es? Ihr habt eine Spitzhacke und jetzt habt ihr auch noch einen Hammer. Komm das schon, gehen wir. Los geht's. Beginnen wir. Wir werden ganz sicher gewinnen. Das ist ein sehr gutes Geschenk. Und es funktioniert sehr gut. Ja, Mann. Wir machen alles kaputt. Wir sind gut darin. Mein Kopf ist schon fast da draußen. Schaut mal. Aber es braucht noch ein bisschen mehr, Freunde. Also machen wir noch etwas weiter. Los geht's. Leute, Leute, die Zeit ist um. Manu, okay, na klar. Also, los geht's, Leute. Ihr bekommt eine Zange. Nein, ach Manu. Mann, was soll ich damit machen? Ich gebe das an die See weiter, weil es nutzlos ist. Ich will das nicht haben. Nimm, nimm, du Junge. Ich werde auch endlich etwas tun. Ach Manu, Kerl. Freunde, wie geht's jetzt weiter? Wir werden verlieren. Wir müssen etwas Cooles einfallen lassen. Halt, 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 halt. Gib mir das Werkzeug, schnell. Das andere auch. Ja, ein sehr schönes Geschenk. Es hat uns wirklich sehr geholfen. Ja, hoffentlich werden wir jetzt auch etwas Cooles bekommen und diese Challenge gewinnen. Los geht's. Ihr bekommt eine Flex. Großartig. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet. Oh, Freunde. Wow.
Er macht das sehr gut, Freunde. Schaut mal, wie er das macht. Wie was für ein großes Loch wir haben. Wie geht's euch hier? Wie läuft's denn so, Kumpel? Oh mein Gott, beruhigen Sie sich. Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Wir wechseln das Werkzeug. Ja, Freunde, weiter geht's zum nächsten. Los geht's, los geht's. Okay, eine Hacke. Toll, aber sie ist klein und ich bin groß. Ich werde sie euch sehen geben. Nimm. Dankeschön. So, 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 so. Weiter so, härter. Gib mir. Komm, gib's her, gib's her. Freunde, wir werden ganz sicher gewinnen. Vorsichtig! So, bitteschön, geben Sie uns das Nächste! Was noch besser, ja, bitte! Noch ein bisschen, ein bisschen mehr und noch ein kleines bisschen mehr! Freunde, und wir können diese Challenge gewinnen! Ja, komm. Freunde! Jawohl, komm schon! Los geht's, Leute! Komm, gib uns etwas Gutes, komm, komm! Ihr bekommt eine Schaufel! Ja, 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 jetzt werden wir gewinnen! Ja. Gewinnen, ja. Gewinnen! Hier, ja. Bitte sehr! Gib es her, komm! Nein, ich bin älter als du! Ich bin älter als du! Ja, komm, Freunde, ich schlage jetzt einmal mit diesem coolen Schaufel zu und mache alles kaputt! Ich bin bereit! Los geht's! Eins, ja, gut, mach zwei, es, ja. Drei! Los geht's! Sehr ja, gut! Ja! Ja, ja, mach weiter! Ja, ja! Die Monster, bitte! Ja, wir haben es fertig! Wir haben es geschafft! Ja, wir sind bravo, fertig. Leute, bravo! Ihr seid frei! Ihr könnt nach Hause gehen, ihr Dummköpfe! Ich danke ja, euch! Schneller! Schneller! Lauf, lauf! Und wir? Dürfen wir auch nach Hause, Herr Polizist? Ihr werdet hier im Gefängnis bleiben, für immer! Ach, Manu! Wir haben verloren! Wir haben kein Glück gehabt! Und jetzt bleiben wir hier! Das ist unfair! Wer als Erster aus dieser riesigen Grube rauskommt, gewinnt ganze 1000 Euro! Hier, Leute, haben wir ein Glücksrad mit vielen verschiedenen Gegenständen. Wir werden es sehen. Und der Gegenstand, der gezeigt wird, den werden wir bekommen. Und wir werden versuchen, mit dieser Hilfe des Gegenstands rauszukommen. Dimon, dieser Gegenstand hier, wie kann er hier nützlich sein? Erklär mir mal das bitte! Das ist schon dein Problem. Es liegt an dir herauszufinden, wie er helfen kann, um ihn richtig einzusetzen. Ihr redet zu viel, dreh das Rad und fangen wir an, los! Los geht's, Leute! Schauen wir mal, los, was bekomme ich, Leute? Welches ist die erste Hilfe? Oh, Leute, es ist wirklich gut. Es ist ein Helm. Es könnte ein Stein von oben fallen und ich hätte einen Helm auf den Kopf und mir würde gar nichts passieren. Na los! Was könnte dir passieren? Du hast kein Gehirn. Ich dreh das Rad. Leute, eine Schere. Was soll ich mit einer Schere machen? Trotzdem muss ich gewinnen. Ich muss nachdenken. So, jetzt bin ich dran, Leute. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ein Messer, Leute? Was soll ich denn mit einem Messer in einer Grube machen? Ich weiß es nicht, aber mal sehen. Jetzt bin ich dran, Leute. Leute, ich habe ein Briefpapiermesser. Das ist schade, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Gegenstand etwas machen kann. Okay, ich gehe versuchen. Leute, der Helm ist 1000%ig nützlich. Ich habe nämlich gerade versucht, hinaufzuklettern und da sind Steine auf den Kopf gefallen, direkt auf meinen Kopf. Aber zum Glück habe ich diesen Helm hier gehabt. Leute, ich wechsle die Stellen, denn hier gefällt mir das gar nicht. Das ist zu gefährlich. Ich werde auf eine andere Seite gehen. Da. Ah. Leute, um nach oben zu klettern, muss ich hier eine Stufe machen, um mich selber zu stützen. Und dann kann ich nach oben steigen. Aber im Moment habe ich keinen Gegenstand, um das zu machen. Aber ich bin ja ein guter Sportler. Ich bin Papastars und werde mein Bestes tun, um alleine ohne einen Gegenstand hinaufzusteigen. Schaut mal. Ah. Ah. Klappt einfach nicht. Leute, ich weiß nicht, was ich mit einer Schere machen soll. Aber ich glaube, ich muss mich einen Weg zubereiten. Damit mich nichts stört, richtig. Und ich mache hier ein paar Löcher fertig. Jetzt setze ich meinen Fuß hierher. Seht mal, was ich tun werde. Leute, seht mal. Das Wichtige ist, dass ich nicht aufgebe. Ah, wo? Ah. Das hat nicht funktioniert. Nutzlose Schere. Leute, das ist mein Platz und ich habe ein Messer. Aber hier ist es sehr gefährlich. Seht euch die Steine hier an, Leute. Sie könnten jeden Moment runterfallen. Seht euch das mal an. Oh,
Boah, man muss hier echt vorsichtig sein, Leute. Es fällt hier alles immer herunter. Leute, meine Taktik ist es, hier kleine Löcher zu machen, in die ich meine Füße stecke, damit ich ruhig hochklettern kann. Jetzt mache ich hier ein Loch, so. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich glaube, ich muss noch weitermachen, Leute. So. Oh nein, Freunde, es funktioniert noch nicht. Hier gibt es noch eine Menge zu tun. Leute, lasst uns nochmal das Rad drehen, um unseren Gegenstand zu tauschen. Ich bin schon echt müde von diesem verdammten Messer. Mal schauen, was wir dieses Mal haben. Leute, es ist gerade wirklich heiß. Boah, eine Spitzhacke, Leute. Ich denke, das ist das, was wir für diese Grube hier brauchen. Tschüss. Jetzt bin ich dran. Los geht's. Los. Briefpapiermesser. Was soll ich damit machen? Warum habe ich kein Glück? Leute, jetzt bin ich dran. Oh mein Gott, Leute, ich habe eine Schaufel bekommen. Ich habe echt Glück gehabt. Ja. Jetzt bin ich dran zu drehen. Ich habe eine Kiste. Was soll man damit machen, Freunde? Ich habe wieder Pech. Warum so? Was soll ich mit dieser Kiste machen? Das ist keine einfache Kiste. In dieser Kiste befindet sich ein Geschenk. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber du hast großes Glück. Ist da eine Überraschung drin? Ich bin ein Glückspilz. Ich habe 100 Euro. Vielleicht gibt es ja noch etwas für mich drin. Nein, es gibt nichts mehr, Leute. Leute, da ich 100 Euro gewonnen habe, wozu brauche ich diese Challenge? Ich habe schon gewonnen. Tschüss, Raffario. Tschüss, ich gehe weg. Hey, Odyssee, warum bist du so glücklich, hä? Weil ich schon Geld habe. Ja, aber du musst, Odyssee, irgendwie hier rauskommen, oder? Ja, aber das ist mir egal. 100 sind für mich genug. Jetzt brauche ich Hilfe, um irgendwie nach oben zu kommen. Odyssee, wenn du willst, dass ich dir helfe, gib mir doch bitte 50 Euro, Bruder. Bist du verrückt? Ich gebe dir nichts. Wenn du willst, kann ich dir 10 Euro schulden. Oder gehe ich zu den anderen? Hey, Bruder. Nein, Bruder. Ich helfe dir, Papa, Stas und Bro. Toll, komm schon. Odyssee, komm schon. Kletterer, komm. Danke, Stas. Komm, bis später. Du schuldest mir 10 Euro. Vergiss das nicht. Okay, ich schulde dir. Ja, komm. Leute, wie ihr wisst, bin ich immer der Schlauste. Und ich habe die beste Idee. Ich baue einen eigenen Tunnel. Ich fange also hier unten an zu graben, grabe mich ganz nach unten und komme dort oben an. Das heißt, ich gehe da rein und komme da oben wieder raus. Ich bin so schlau. Also Leute, ich fange hier an zu graben, wo wir gerade sind. Und wenn ich fertig bin, werde ich da rauskommen. So genial bin ich. Mal, ich mache das so, damit es hier einen Abhang gibt. So. Dann komme ich sicher raus. Aber hier gibt es noch eine Menge zu tun. Man muss putzen. So, bis man alles glatt macht. Hey Leute, ich habe bereits eine Stufe gemacht. Jetzt mache ich die zweite hier. Schaut mal. Großartig. Jetzt ein Fuß hierher. Und Nein, Leute, ich brauche mehr Stufen und die sollen viel tiefer sein als diese. Also, komischerweise funktioniert das nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht ein größeres Loch für einen kleinen Tunnel graben kann, damit ich rauskommen kann, so wie man es im Gefängnis macht. Ah, vielleicht muss ich ja zuerst ins Gefängnis, um zu lernen, wie das geht. Ich denke, das ist seltsam, Leute, aber wenn ihr wollt, dass wir ein Video im Gefängnis drehen, dann schreibt es in die Kommentare. Dreht ein Video im Gefängnis und vielleicht drehen wir dann ein Video. Ach, Leute, es ist wirklich heiß hier. Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen kann. Schade, denn wir alle wollen 1000 Euro. Wisst ihr, wie ihr uns helfen könnt? Also abonnieren Sie bitte. Abonniert unseren Kanal. Ihr werdet die GL Army. Und ich muss weiterarbeiten. Ist das? Warum trinkst du immer noch? Was willst du, die Mann? Die Runde hat sich doch bereits geändert, Mann. Das gehört sich nicht. Ja, und? Ich habe einen Helm für die Sicherheit. Und das ist meine Waffe. Was ist los, ha? Ich habe dir doch gesagt, dass wir in jeder Runde die Gegenstände und Werkzeuge wechseln. Komm schon, Niemand. Warum jammerst du denn? Ja, weil du schummelst. Du hast 2 Gegenstände in einer Runde. Los, geh aus dem Spiel raus. Und was meinst du? Dass ich ein Betrüger bin, oder was? Ja, du bist ein Betrüger. Geh, ciao. Ah, du bist einfach Verlierer. Ah, du bist ja, komm, geh schon. So,
jetzt drehe ich das Rad noch einmal. Warte, warte, warum bist du zuerst dran und nicht ich? Was meinst du? Weil ich der ältere Bruder bin. Das, aber du bist ein Betrüger. Du hast gleich einen Helm und eine Spitzhacke. Das ist Simon, hör endlich auf zu jammern, bitte. Ich fange an und Schluss. Du, hör endlich auf zu schummeln. Ich fange an. Es reicht, ich drehe. Halt, 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 Leute. Wir werden eine wirklich gute Challenge haben. Es ist wirklich heiß und wir haben nur eine Flasche Wasser. Wer die Bälle in den Kopf wirft, gewinnt. Ja, Rafaru, ich bin dabei. Ich bin wirklich durstig. 2, 3, die 1, 2, 3, los geht's. Ja, komm schon. Ich stelle ihn hier. Wer mehr Male den Eimer trifft, gewinnt. Ich fange an, Leute. Los geht's. Hoppa. Ah nein, nicht getroffen. Ah, fast. Ah. Sehr gut, Leute. Ich bin wieder dran. Yo. Hoppa, hoppala, hoppala! Die Bälle sind aus dem Korb gerollt, Leute! Das heißt, er hat keine getroffen! Nein, nein! Das ist falsch, Mann! Das geht so nicht! Bravo! Das nicht bravo. Leute. Ja, ja, bla, 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 Dimon! Okay, mal ganz ehrlich, wenn das deine Bälle wären, hättest du denn nein, auch... Nein, nein, nein! Das Rad trägt! Jetzt gebe ich dir ein halbes Wasser! Ich habe also 0 Bälle, Dimon hat auch 0, das bedeutet nichts! Und jetzt wirft Rafario! Wenn ich den einmal treffe, habe ich gewonnen! Nein, Kumpel, das war knapp. Komm schon, Rafario, triff mal. Baba, getroffen. Ja, er ist drin, er ist drin. Er ist drin, schau mal. Ja, film das, bitte. Kameramann, da ist der Ball, da. Los. Ich hab gewonnen. Komm schon, gewonnen. Tschüss. Gib mir auch. Verlierer! Ich hatte wirklich sehr viel Glück. Wenn ihr auch Glück haben wollt, abonniert unseren Kanal. Leute, das ist ganz und gar nicht fair. Dieses Wasser hat eigentlich mir gehört und sie haben geschummelt. Eigentlich hat Rafario ihn auch verloren, aber nur ich bleibe als Verlierer. Das ist nicht fair. Ich muss es ihnen heimzahlen, Leute. Schreibt in die Kommentare, was sie getan haben. Ist das Betrug oder nicht? Natürlich ist es es. Also Leute, ich drehe das Glück jetzt zuerst, weil ich immer der Unglücklichste bin. Auf geht's. Eine Schere, Leute, eine Schere. Was soll ich denn mit einer Schere machen? Ich drehe das Rad. Nein. Eine Axt? Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Es ist genug schon. Ich bin müde. Ich will hier raus. Mal sehen, was Papas das bekommt. Ja, solange nicht sehen. Hier. Ich nehme einen Hammer. Seht mal, Leute, ich habe einen Hammer. Verratet mich nicht in die Kommentaren. Leute, ich möchte ein Zeichen für zukünftige Generationen hinterlassen. Jeder weiß, dass Höhlenmenschen verschiedene Zeichnungen an den Wänden anbrachten. Und ich, Leute, habe auch eine Zeichnung gemacht. Seht mal, hier ist ein kleiner Mann, Leute, und hier ist ein Reh. Und die Menschen werden es dann 1000 Jahren sehen und sie werden sagen, wow, er hat eine Nachricht hinterlassen. Und ich nehme einfach an der 1000-Euro-Challenge teil, wie weit er gekommen ist. Leute, ich habe in Filmen gesehen, wie man eine Axt wirft. Das werde ich jetzt ausprobieren. Ich kann das nicht, nicht schlimm. Ich werde es weiter versuchen. Ich möchte 1000 gewinnen. Leute, egal wie sehr ich mich bemühe, die Stufen zu machen, es ist sehr schwierig. Die Erde hier ist sehr weich. Sobald ich anfange zu schlagen, um eine Stufe zu machen, schaut mal her, was passiert. Es fällt alles um. Es fällt alles zusammen. Also Leute, ich glaube, es ist einfach unmöglich, hier rauszukommen. Nur wenn ich Hilfe bekomme. Und ich habe eine gute Idee. Ich gehe zu Rafario. Rafario, ich möchte, dass wir zusammenarbeiten. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Sag mir, was du willst. Sag mir. Also, wir teilen das Geld in 2 Hälften auf. 500 für dich, 500 für mich. Aber du hilfst mir, nach oben zu klettern, damit ich die Challenge gewinne. Du kletterst und gewinnst 1000 Euro. Und du bekommst die Hälfte, 500. Komm schon. Komm schon, mein Sohn, komm schon. Komm, na los. Komm, na los. Ich hab 1000 Euro gewonnen. Komm schon, tschüss, Rafario. Tschüss, Simon. Gib mir die Hand, bitte, mein Sohn, komm. Moment mal, schneller. Wie ist er überhaupt hochgekommen? Warum hat er uns nach Hilfe gebeten? Was ist hier überhaupt los? Wir haben einen Deal gemacht. Er nimmt 500 für sich und gibt mir 500. Ja, das? Er hat wieder geschummelt. Komm schon, tschüss, ihr Verlierer. 1000 Euro gehören mir, kein Deal. Tschüss. Das? Warum so? Ihr seid 2 Schummler. Sowohl du als auch er. Und du hast es verdient. Ciao, den ganzen Tag. Nur Betrüger.